Viele, viele Kleintiere warten bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause. Einige davon wollen wir euch auch diesen Monat in Filmform vorstellen. Und zwar unter anderem zwei Rattendamen, die beide am 4.1. diesen Jahres geboren sind. Die beiden Damen Ayla und Amira. Und die sind seit erst kurzem, einigen Tagen, bei uns im Tierheim. Die wurden aus beruflichen Gründen des Halters abgegeben. Der hatte keine Zeit mehr für die beiden Rattendamen. Ja, und die beiden sind umgänglich und lieb. Wir denken auch, Kinder ab 8 Jahren wären in Ordnung. Aber es sind natürlich schlaue Tiere und die brauchen einfach auch viel Beschäftigung. Ja. Und? Das ist wichtig, was jetzt kommt. Du sag es ruhig. Ja, wolltest du heute gar nichts sagen? Okay, mach ich das. Unbedingt zu weiteren Ratten dazu. Ja. Nicht eine Ratte alleine, sondern zu möglichst mehreren weiteren Ratten dazu. Genau, die fühlen sich nämlich erst im Rudel wirklich richtig wohl. Ne? Ja, wird oft vergessen. Zwei Rattendamen, Ayla und Amira, warten auf ein neues Zuhause, sofern Interesse. Bitte anrufen, dann machen wir auch gleich weiter. Ne? Mit, ja, zwei, mit den Chinchillas. Ja. 3, um genau zu sein. Zwei Damen, ein Bock. Ein kastrierter Bock. Ein kastrierter, genau. Warten auf ein neues Zuhause. Mausi, Gypsy und Lulu, die sind zwischen 2014 und 2015 geboren. Ja. Und die möchten gerne zusammenbleiben. Ja. Alle drei. Alle drei. Die sind lieb und auch neugierig. Ja, sind natürlich eher Beobachtungstiere und häufig auch nachtaktiv. Ne? Und die suchen wirklich ein ruhiges, aber auch geräumiges Zuhause. Ne? Und auch gerne bei erfahrenen Haltern. Ja, sind halt auch Futterspezialisten. Ne? Und da sollte man sich schon auch vorher informieren. Informieren. Was, genau, erwartet Chinchillas zu Hause? Mhm. Ja, manchmal Interessenten, wo man so denkt, wo dann so Chinchillas mit Goldhamster, mit Meerschweinchen auf eine Stufe gestellt werden, sollte man wirklich sich vorher, sollte man ja grundsätzlich überhaupt sich immer vorher genau informieren. 3 Chinchillas, 2 weiblich, 1 männlich, Mausi, Gypsy, Lulu, warten auf ein neues Zuhause. Und zu guter Letzt legen wir euch noch 7 an der Zahl. 7 Kaninchenkids ans Herz, männlich wie weiblich, 2 bis 3 Monate alt und seit Juni bei uns im Tierheim. Sie sind aus einer unkontrollierten Zucht, aus einem Tierschutzfall, zu uns ins Tierheim gekommen. Ja, und auch die sind neugierig und lieb, möchten sich aber nicht anfassen lassen. Auch hier denken wir, Kinder ab 8 Jahren wären in Ordnung. Toll wäre in Außenhaltung, ja, wäre absolut klasse. Ja. Wir würden sie gerne paarweise oder zu vorhandenen Kaninchen dazu vermitteln. Und die kleinen Böckchen müssen aber jetzt noch kastriert werden. Ja, ihr habt die Bilder gerade gesehen. Niedlich sind sie auf jeden Fall. 7 Kaninchenkids warten bei uns auf ein neues Zuhause. 2 bis 3 Monate alt. Vielleicht sind ja die passenden Kaninchen für euch dabei. Dann setzt euch mit uns in Verbindung. Das war es im Grunde schon. Sofern überhaupt Interesse an Kleintieren, egal ob es nun Meerschweinchen sind, Hamster oder ähnliches, oder auch gefiederte Freunde. Genau. Einfach mal im Tierheim anrufen und fragen, vielleicht ist ja das Passende dabei. Unsere Kleintiervermittlung diesen Monat, das war's. Tschüss. Tschüss.